am 7. September 1898. Un giorno bellissimo! Ein prachtvoller Tag! Kommen Sie her, meine Damen und Herren, während da drin in der Kathedrale an diesem denkwürdigen 8. Juni 1867 der Kaiser von Österreich und über ihr die schöne Elisabeth König und Königin von Ungarn werden, haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein wertvolles Erinnerungsstück zu erwerben. Alle sehr billig, bitte treten Sie näher. Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn. Und hier ist das nicht nett, die Kaisers feiern Weihnacht im festlichen Salon. Auf diesem Tuch sehen wir das Hohepaar in Liebe zugeneigt. Einen Teller hab ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles innig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Kitsch! 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 Verzieht nicht das Gesicht, du bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit gibt's geschenkt, aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wie sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was liegt ihr die Vergötzung, was liegt ihr noch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bogensatz der Zeit? Kick! Was verraten, eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpft um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schob sie ihn ab, ihr kam's ja darauf an, sich zu befreien. Jedoch das Drama fängt erst an, ein Unglück, das uns nicht betrifft, kann sehr romantisch sein. Man hört nur, man hören will, drum bleibt nach etwas Zeit von Schönheit und von Scheiße, von Traum und Wirklichkeit.